Arbeitsbeginn für Kfz-Gutachter Christian Wolter. Jeden Tag spüren er und seine Mitarbeiter defekte Bremsen, rostige Auspuffanlagen oder manipulierte Tachometer auf. Er erstellt Gutachten bei Unfallschäden und berät Kunden, die lieber vor dem Kauf eines Gebrauchtwagens erfahren wollen, ob der erträumte Flitzer auch wirklich ein Schnäppchen ist. Schreiben wir uns erstmal ein paar Fahrzeugdaten für das Protokoll auf. Aber einen Mangel habe ich schon festgestellt beim Aussteigen. Der Haubenzoo ist ausgehakt. Mhm. Also die Haube kriegen wir nur zu zweit auf. Alleine Öl nachfüllen könnten sie schon mal mit dem Fahrzeug nicht. Christian Wolter kennt alle Tricks der Verkäufer und weiß genau, worauf er achten muss. Man kriegt mit den Jahren schon so ein bisschen das Augenmerk, worauf man achtet. Abgegriffene Lenkräder, Pedalgummis, Fahrzeuge sind nachlackiert, Checkhefte, Ölzettel im Motorraum, ganz wichtig. Manchmal passen die mit dem Tachostand nicht zusammen. Also es wird dann manchmal dumm dreist versucht zu betrügen. Vor dem Kauf lohnt sich immer ein Blick unter das Fahrzeug. Denn gerade hier verbergen sich oft Schäden, die der Laie nicht erkennt. Doch der Fachmann findet sie sehr schnell. Das ist die Ölwanddichtung. Die ist ein bisschen leicht, fängt sie an. Vernachlässigbar, oder? Naja, man muss sie weiter beobachten. Das kann also schon mal ein Punkt sein, den Sie in der nächsten Zeit auf jeden Fall beobachten sollten und dann auch reparieren lassen. Mhm. Auspuffanlage scheint erstmal dicht zu sein. Mhm. Wenn sie undicht wäre, hätte man so leichte Rauchspuren, wenn sie Nebenluft drückt. Aber Sie sehen schon, das sind zwei verschiedene Metalle aufeinander und unter der Schelle rostet es. Das stellt jetzt keinen erheblichen Mangel dar. Nur ist ja der Auspuff auch konstruktiv so gewählt, dass die Abgase abgeleitet werden. Also das ist eine Sache, die nicht prima ist. Er hält, Sie können mitfahren, aber da kann auch mal was auf Sie drauf zukommen. Und noch ein Blick auf die Reifen. Ja, der hat noch 6 mm. Mindestgesetzliche vorgeschriebene Profiltiefe sind 1,6. 8 mm hat er, wenn er neu ist. Mhm. Also der Reifen ist in Ordnung, mit dem können Sie nur fahren. Das passt. Unterbau und Reifen sind gecheckt. Als nächstes steht der Kilometerstand auf der Prüfliste. Auf den sollte man als Käufer unbedingt mehr als einen Blick werfen. Denn hier wird gern manipuliert. So. Dann wollen wir mal den Kilometerstand überprüfen, ob wir es können nachvollziehen. Der Wagen hat 117.433 Kilometer runter. Haben Sie ein Checkheft für das Fahrzeug? Nee, das war nicht bei. Checkheft war nicht bei. Und hat der Verkäufer Ihnen gesagt, ob das Originalkilometer sein sollen? Hat er mir bestätigt, ja. Vertrauen ist gut, aber der Gutachterprofi weiß, woran er erkennt, ob der Kilometerstand nach unten korrigiert wurde. 1 Indiz dafür ist auch immer das Lenkrad. Wenn das Lenkrad nicht abgegriffen ist, so wie hier also noch durch Struktur aufweist, dann ist es durch Schweiß von Körperausdünstung noch nicht so abgegriffen und glatt. Das ist ein Zeichen, dass eigentlich es schon zum Fahrzeug passt. Auch die Pedalen kann man sich angucken, die Gummis, ob die sehr abgenutzt sind. Die sind sehr schön und auch nicht einseitig abgenutzt, sodass zumindest vom äußeren Erscheinungsbild alles darauf hindeutet, auch vom Verschleiß der Sitze, der Qualität, der Federung, dass das Fahrzeug mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen originalen Kilometerstand hat. Bei gebrauchten Kleinwagen werden Unfallschäden gern kaschiert und verheimlicht. Die Fahrzeuge können so mit einem größeren Gewinn an meist junge, unerfahrene Fahrer verkauft werden. Dabei lassen sich Unfallschäden sehr leicht mit einem Lackstärke-Messgerät aufspüren. Denn die Originallackschicht ist bei allen Autos normalerweise nur tausendstel Millimeter dünn aufgesprüht. Der hat 150, in der Regel so ab 120 Standard. Sie sehen ja hier, wir haben schon kleine Kratzer an den Bauteilen. Also davon kann man ausgehen, dass vielleicht hier schon mal ein Kratzer überlackiert worden ist. Man kann dann feststellen, wirklich, was sagt der Verkäufer? Gibt das zu? Sagt er, da war keine Lackierung, ist ja gut gemacht, toll, hier sind keine Kleberänder zu sehen. Oder sagt er doch, selbstverständlich, da hat mir jemand einen Kratzer gemacht, der wurde überlackiert. Dann passt es zu der Mühmeterstärke. Aber wenn er sagt, da war gar nichts, dann glaube ich es nicht. Und wenn jetzt das Bauteil 200, 250 Millimeter hätte und sagt, da war nichts, dann ist sogar eine Instandsetzung, Spachtelauftrag. Also dann sagt der Verkäufer schlichtweg nicht die Wahrheit. Ohne das Fahrzeug auseinanderzunehmen, hätte Christian Wolter damit einen versteckten Unfallschaden nachgewiesen, der den Wert des Wagens mindert. Beim anschließenden Brems- und Achsentest finden sich keine weiteren Mängel. Auch die Scheinwerfer sind korrekt ausgerichtet. So, jetzt sind wir ja soweit durch mit den Untersuchungen.
Was ist jetzt Ihr Gesamturteil von dem Fahrzeug? Ja, er hat ein paar kleine Mängel, die hat er schon. Kommt jetzt auf den Preis drauf an, was der Verkäufer für das Fahrzeug verlangt? Er hatte mir 2,5 erstmal Vereinbarung. Also bei 2.500 Euro würde ich natürlich schon gucken, ob ich vielleicht ein paar Euro noch runterhandeln kann. Mithilfe der Mängelliste des Gutachters kann der Käufer neu verhandeln. 500 Euro Preisnachlass müssten jetzt drin sein. Nur 80 Euro hat ihn der Gebrauchtwagencheck gekostet. Gebrauchtwagenchecks sind nur ein Teil des Arbeitsalltags von Christian Wolter und seinen Kollegen. Neben gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeug- und Abgasuntersuchungen wird er auch mehrmals am Tag zu Unfallschäden gerufen. Mit einem Fotoapparat ausgestattet, macht er sich auf den Weg zu meist sehr demolierten Autos und deren unglücklichen Besitzern. So, Herr Wolter, ich grüße Sie. Ich hatte Sie hier rufen, weil mir ist ein kleines Fauxpas passiert. Man hat mir so ein bisschen die Vorfahrt genommen. In der Holzhauser Straße kam jemand und hat mir die Vorfahrt genommen. Jeder kann nach einem Unfall die Schäden durch einen Kfz-Gutachter dokumentieren lassen. Die Kosten trägt die Versicherung. Für das Gutachten sieht sich Christian Wolter zuerst alle Beschädigungen an, auch die schon älteren Schrammen, und schreibt sie dann in sein Protokoll. Dann überprüft er, wie hoch der eigentliche Schaden durch den Unfall ist. Im vorderen Bereich sehen wir, dass ja die Stoßstange geschädigt worden ist, komplett. Die ist ja auch gesprungen. Ja. Der Aufprall kam frontal, hat sich über die Motorhaube weiter fortgepflanzt. Man sieht ja auch die Deformationsteile. Der Blick unter die Motorhaube lässt nichts Gutes ahnen. Ja, und wenn wir jetzt hier mal reingucken, sehen wir, wie der Träger komplett verzogen ist. Sie sehen, der Anstoß hat erfolgt. Und wenn man jetzt hier reinguckt, sieht man deutlich den Träger, wie er deformiert ist. Für die Versicherung macht Christian Wolter noch Fotos aus verschiedenen Perspektiven. Für ihn steht jetzt schon fest, das Familienauto ist nicht mehr zu retten. Nach der ersten Einschätzung würde ich sagen, sieht es nach einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Aber detailliert kann ich Ihnen das mit dem Gutachten nochmal erläutern. Was heißt das für mich, wirtschaftlicher Totalschaden? Wie geht es jetzt für mich weiter? Also ich ermittle zunächst erstmal den Fahrzeugwert, was das gute Stück vor dem Unfall wert hatte. Ja. Dann ermittle ich die Reparaturkosten und stelle die Reparaturkosten des Frontschadens, mit dem Wert des Fahrzeugs gegenüber. Ja. Und wenn die Reparaturkosten doch an diesen Wiederbeschaffungswert, an den Fahrzeugwert rankommen, dann ist die Wirtschaftlichkeit für die Reparatur nicht mehr gegeben. Aha. Das Gutachten für dieses Fahrzeug wird Christian Wolter noch heute fertig machen. Denn bei Unfällen ist Schnelligkeit besonders wichtig. Neben einfachen Unfällen, in denen die Schuldfrage oft schon geklärt ist und es nur noch um Reparaturkosten geht, gibt es auch Fälle, die sich nicht so einfach lösen lassen. Mit einem solchen Unfall hat es Michael Nabe, der Kollege von Christian Wolter, zu tun. Mit diesem PKW sind zwei Personen mit 40 Stundenkilometern gegen einen Baum geprallt. Sie waren nicht angeschnallt, wurden beide nach rechts geschleudert und waren so betrunken, dass sich angeblich keiner der beiden erinnern kann, wer eigentlich gefahren ist. Keine leichte Aufgabe für den Gutachter. Schon seit Wochen sitzt er an diesem kniffligen Fall. In detektivischer Kleinarbeit hat er sich den Unfallort genau angesehen, Spuren vermessen und jedes Detail fotografiert. Anhand von Skizzen und einer speziellen Software findet er heraus, wer gefahren ist. Hier sieht man die Insassenbewegung beim Anprall gegen den Baum. Darum geht es uns ja letztendlich festzustellen, kann es sein, dass auch der Fahrer oder die Fahrerin gegengestoßen ist, oben rechts gegen die Frontscheibe. Man sieht hier die Bewegung des Fahrers, dass also die Kopfbewegung in Richtung rechte Hälfte der Frontscheibe geht. Anhand der Verletzung kann man jetzt herausfinden, wer den Wagen gegen den Baum gefahren hat. Der Fall ist gelöst. Solche Fälle sind für Christian Wolter besonders spannend und bringen eine willkommene Abwechslung in die Alltagsroutine. Beim nächsten Fall soll ein Wagen an die Leasingfirma zurückgegeben werden. Christian Wolter wird ihn ähnlich untersuchen wie einen Gebrauchtwagen. Das Auto hier bewerten lassen, soll Rücknahme für ein Leasing sein. Und,
wollte von Ihnen mal bewerten lassen. Gut. Sind Ihnen denn irgendwelche Schäden im Vorfeld schon bekannt, Unfallschäden? Nö, da ist mir eigentlich nichts weiter bekannt. Also okay. Nichts Großes, sondern noch kleine. Dann bräuchte ich mal den Schlüssel. Ja. Ich fahre auf die Hebebühne rein und dann geht die Untersuchung los. Okay. Ja? Danke. Vor der Rückgabe untersucht Walter den Wagen auf mögliche Schäden und kann so eventuelle Reparaturen klären. Die dafür anfallenden Kosten müsste der Mieter des Wagens zahlen. Die Leasingfirma wird das Fahrzeug dann noch einmal prüfen. Um keine finanziellen Überraschungen zu erleben, weil die Leasingfirma mehr Gebrauchs- und Unfallspuren entdeckt als gedacht, ist der Check durch Christian Wolter besonders wichtig. Sein Gutachten hilft, Schäden richtig einzuschätzen und schon vor der Rückgabe reparieren zu lassen. Das spart Ärger und Geld. Ja, und ansonsten sieht er im ersten Augenblick gut aus. Wir hatten hinten ein bisschen die verschärfte Stoßstange. Ja, aber eigentlich sieht er für die Laufleistung und für das Fahrzeugalter anständig aus. Alles sieht nach einem einfachen Routinecheck aus. Schnell noch die Lackstärke messen. Doch was ist das? Ist das Messgerät defekt? Das muss ich noch mal messen. 197, das ist doch schon ein erhöhter Wert. Da würde ich mal von ausgehen, dass das Seitenteil zumindest mal lackiert worden ist, überlackiert worden ist. Dann mal gucken, was wir noch so sehen. Donnerwetter, die Tür hat 238 mm, fast das Doppelte im Vergleich zur Heckklappe. Also die Tür ist mit Sicherheit schon mal repariert worden. Das ist nicht nur eine Oberflächenlackierung, da ist mit Sicherheit ein kleiner Schaden schon repariert worden, instand gesetzt, gespachtelt und lackiert. Ganz offensichtlich hat der Mann den Wagen nach einem Unfall reparieren lassen. Damit ist er sehr viel weniger wert. Wolter findet weitere Beweise für neue Lackierarbeiten. Wenn man den Gummi zur Seite zieht, Sie machen ja die Klebekante nicht hier, das sieht ja nicht schön aus. Man versucht sie also immer in die Kanten des Fahrzeugs zu legen, damit es halt optischen Übergang gibt. Hier sieht es natürlich auch ein bisschen schlecht aus, also hat der damalige Lackierer, der das instand gesetzt hat, die Klebekante hier reingelegt, den Gummi rüber und Sie sehen nichts. Das heißt, der Sachverständige weiß schon, wo er suchen muss. 500 bis 800 Euro weniger ist der Mietwagen jetzt wert. Diesen Betrag muss der Mieter an die Leasingfirma zahlen. Auch die 300 Euro für die Reparatur der Stoßstange gehen auf seine Kosten. Das Gutachten schützt ihn jedoch vor zusätzlichen Forderungen, weil die Leasingfirma den vereidigten Sachverständigen problemlos anerkennt. Ganz andere Probleme hat der Fahrer des nächsten Wagens. Er möchte, dass der Gutachter grünes Licht für seine neuen Felgen gibt. Hier möchte der Fahrzeughalter die Felgen abgenommen haben. Wird aber wohl nicht klappen. Das sind Zubehörfelgen, die hat er sich gebraucht aus dem Internet geholt. Keine Papiere da, der Aufkleber vom BMW nur drauf, die KBA-Nummer schlecht zu lesen. Die Felgen, das weiß ich, sind nicht zulässig für dieses Fahrzeug, für diesen Typ. Damit wahrscheinlich die Tragfähigkeit auf dieser Felge für das Fahrzeug nicht ausreichend. Der Unfallfahrer vom Vormittag kommt in die Werkstatt. Der Kfz-Sachverständige hat keine guten Nachrichten für ihn. Ja, Ihr Gutachten ist fertig. Also der Wert des Fahrzeugs vor dem Unfall betrug 4.500 Euro. Die Reparaturkosten sind doch erheblich höher, 5.300 Euro. Was würden Sie mir raten als Fachmann? Ich würde es nicht mehr aufbauen, weil das Fahrzeug doch einen erheblichen Schaden hat. Eine letzte Abgasuntersuchung kurz vor Feierabend. Und dann geht auch für den Kfz-Gutachter ein ganz normaler Arbeitstag zu.